Ich wünsche mir vor allem so eine Machermentalität. Ich glaube, dass die Hochschullandschaft noch nicht wirklich verstanden hat, dass sie gerade einen riesigen Trend verschlafen und dass sich Bildung genauso digitalisieren wird wie das Consumergeschäft oder wie das Entertainmentgeschäft. Und dass man dadurch die Gefahr eingeht, dass man einfach Menschen verliert und dass man die Vorteile von Technologie nicht ausschöpft. Mein Name ist Patrick Neuwert. Ich bin einer der Mitgründer von Polarstern Education. Ich kümmere mich bei uns um die Geschäftsführung und wir sind im Wesentlichen eine Agentur für digitale Bildungsformate. Ja, mein Name ist Jonas Kölzer. Ich bin auch Teil des Gründerteams von Polarstern und ich bin im Prinzip bei uns für die technische Umsetzung zuständig. Polarstern Education ist ein Spin-off der RWTH Aachen. Wir sind ein kleines Team und wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung von Bildungsformaten. Also wir sind eine Agentur, die es Lehrenden ermöglichen soll, möglichst einfach aus einer Hand alle Leistungen zu bekommen, um Softwareentwicklung zu machen, um Software zu implementieren, um Medienproduktion zu machen und um diese Kurse dann auch umzusetzen und fortlaufend zu betreuen. Und mit dieser One-Stop-Shop-Lösung möchten wir eigentlich dafür sorgen, dass die Lehrenden entlastet werden und wir einfach unser Know-how aus der Technologie mitbringen können, damit die sich wiederum auf die Lehre und den Kontakt mit den Studierenden konzentrieren können. Also ich fange vielleicht an mit den Vorteilen von Open-Source-Lösungen. Die machen im Prinzip es wirklich einfach, tatsächlich mit der Umsetzung anzufangen. Also es gibt halt auch viele Systeme, wo man Geld für bezahlen muss, aber dann ist natürlich wieder die Frage, wer bezahlt das, wie teuer wird das? Und das Problem haben wir bei Open-Source einfach nicht. Und in der Praxis haben wir auch noch die Erfahrung gemacht, dass halt Open Source sich einfach viel schneller weiterentwickeln kann, weil eben so eine große Menge von Entwicklern ständig an dieser Software arbeitet, sodass im Prinzip alle verschiedenen Szenarien abgedeckt werden, die eben erfordern, dass sich die Software weiterentwickelt. Vielleicht einfach nur mal kurz ein Beispiel zu geben. Jetzt ist ja gerade die DSGVO rausgekommen. Bisher war es immer so, dass in den Kursen immer gefragt wurde, auch nach Geschlecht, Herkunftsland, Geburtsdatum. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ist das überhaupt notwendig, damit ich einen Online-Kurs machen kann? Kommt man zu der Antwort, wahrscheinlich ist es das nicht. Man braucht nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und das ist jetzt eben auch schon wieder in der Open-Source-Lösung umgesetzt worden. Also es entwickelt sich halt auch deutlich schneller. Also ich wünsche mir vor allem so eine Machermentalität. Ich glaube, dass die Hochschullandschaft noch nicht wirklich verstanden hat, dass sie gerade einen riesigen Trend verschlafen und dass sich Bildung genauso digitalisieren wird wie das Consumergeschäft oder wie das Entertainmentgeschäft und dass man dadurch die Gefahr eingeht, dass man einfach Menschen verliert und dass man die Vorteile von Technologie nicht ausschöpft. Und das ist auch einer der Gründe, warum es uns gibt, weil wir halt einfach möglichst schnell und kostengünstig Projekte an den Start bringen möchten. Ich wünsche mir, dass man wegkommt von von sehr viel Zeit, die man investiert in Strategiekonferenzen, in Strategiepapiere, in Studien. Ich möchte einfach, dass man hingeht und dass man die Probleme, die man heute hat, versucht mit Digitalisierung zu lösen und dass man Digitalisierung nicht als Aufgabe versteht, sondern als Lösungsansatz. Ja, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Experimentierfreudigkeit. Also oft ist es halt so, dass man sich an wenigen Leuchtturmprojekten tatsächlich noch entlanghangelt und die dann immer so hervorstellt. Aber ich hätte gerne, dass halt auch mal die breite Masse einfach anfängt zu experimentieren, mal zu testen, wie funktioniert denn überhaupt digitale Lehre, wie kann ich das vielleicht bei mir in meinem Anwendungsfall umsetzen und wirklich einfach mal mit neuen Ideen auch daherkommt. Also ich glaube, das größte Feedback, und das ist auch unser Fokus, ist, dass wir Komplexität reduzieren können. Die meisten unterschätzen noch, dass die Entwicklung von digitalen Formaten einfach unheimlich viel Schnittstellenmanagement erfordert. Also das Management zwischen der Medienproduktion, zwischen den Lehrenden, zwischen den Nutzern. Das können wir reduzieren, weil wir diesen Prozess einfach mehrfach und immer wieder durchlaufen und die Learnings zwischen unseren Kunden dann auch austauschen können. Die Pläne für die Zukunft sind sicherlich, dass man dieses Agenturgeschäft weiter ausbaut, also dass man auch mit den großen herkömmlichen Universitäten zusammenarbeitet und nicht nur mit einzelnen Pionieren. Also ich möchte jetzt so diese,
diese Ebene schaffen von den Early Adopters dieser Technologie hin zu einer Ausbreitung in die Masse. Das ist so meine Vision auch für die nächsten 12, 18 Monate.